grüß euch wieder zu einer neuen Folge von CryptoTV. Heute durfte ich eine sehr, sehr weite Reise hoch in den Norden machen, zum Urgestein der alternativen Medien, nämlich zu BewusstTV, und bin geladen bei Jo Konrad. Joe, bitte. Joe, ja. Joe, okay. Ja. Du heißt ja Johannes, gell? Ja, aber und keiner nennt mich so. Joe, ja. ist. Ich muss ja wirklich sagen, also CryptoTV wird es ja ohne BewusstTV so, wie es heute ist, das CryptoTV gar nicht geben. Du hast mir 2008 die ersten Anreize gegeben, selbst einmal mediativ mich mit der Kamera für gewisse Themen im sozialen Bereich und auch spirituellen, mystischen Bereich mich rumzutummeln. Und darum, ihr seid ja doch das Urgestein, kann man ja sagen, von den alternativen Medien, wenn man so von Genregebiet spricht, bei alternativen Heilpraktiken, weil du dich da auch sehr engagierst. Ja, es hat ja angefangen 2007, dass ich mit Secret TV sozusagen als erster Moderator eines alternativen Fernsehsenders angefangen habe. Das heißt, es gab damals nichts Ähnliches in Deutschland. Und ich weiß, dass viele, wie du jetzt auch erzählst, quasi darauf auch sich berufen, sogar der Norbert Brakenwagen von Time to Do oder Michael Vogt, dass man sieht, das geht. Man kann eben alternativ auch durchaus Fernsehen machen im Internet. Die technischen Möglichkeiten sind da und irgendwie geht es auch. Secret TV, ja, das hatte Jan van Helsing gestartet 2007. Das ging auch ein Jahr ganz gut und dann kam halt ein neuer Geschäftsführer, der wollte mich dann irgendwie so raus haben und so schleichend bin ich dann da den bezahlten Job da losgeworden, so nach und nach, ohne da offiziell zu wissen, was, warum und so. Also das ging so ein bisschen komisch, aber egal. Das war für mich halt erstmal eine Situation, wo ich dachte, Mist, vielleicht bin ich doch nicht gut genug oder so, und war ein Jahr lang dann ziemlich in einem tiefen Loch und Existenzängste und so, weil ich gerade eben auch investiert hatte, hier das Studio, das habe ich zum Beispiel für Secret TV eingerichtet, weil ich da dann dachte, ich kann da auch Interviews machen. Auf einmal kam nichts mehr, das war natürlich eine schwierige Situation und irgendwann war dann die Überlegung, was Eigenes zu machen, aber alleine kann ich das auch nicht. Ich habe keine Ahnung von, sage ich mal, diesen Hintergrundtechniken, den Internet Servertechniken, dann das ganze Konstrukt, sowas jetzt aufzubauen, das ist auch alles nicht mein Ding, aber die entsprechenden Leute haben sich dann gefunden, dass das dann 2010 mit BewusstTV gestartet ist und das läuft ganz gut. Eben du und Michael Vogt ist auch ein großer Begriff in den alternativen Medien, wie ihr da gegangen worden seid, habt ihr ja doch bewiesen, dass man kein großes Vermögen braucht, um irgendwie sowas groß zu ziehen, sondern einfach nur Engagement braucht, ja. Und der Rest entwickelt sich dann von selbst, ja. So ist es. Also man kann, die technischen Möglichkeiten sind heute eben andere als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Es war, man muss es einfach so sagen, früher waren die Massenmedien einfach wirklich in der Hand von wenigen, die viel Geld hatten, weil es kostet Geld, Zeitungen zu drucken, Bücher zu drucken, Fernsehen, Radio, das ist alles nicht mit einem Portemonnaie irgendwie so in der Tasche zu machen, sondern kostet viel Geld. Auch Secret TV ist noch relativ viel Geld reingesteckt worden und wir haben das mit so wenig Geld gemacht und es ist einfach heute durch die technischen Möglichkeiten, die Kameras sind billiger, das Internet ist alles billiger, das heißt, es gibt ja auch bei YouTube ganz viele, die setzen sich vor eine Kamera, die 200 Euro kostet und machen ihre Sendungen. Das ist wunderbar, das zeigt einfach, dass das nicht mehr kontrolliert werden kann, weil nicht mehr wenige mit viel Geld nur viele Menschen erreichen können, sondern eben jeder. Und BewusstTV ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, wie man eigentlich mit Mitteln, wo jeder sagen würde, das geht gar nicht, dennoch das machen kann. Du beweist ja, bleibst sehr authentisch dadurch, dass du das ja alles kostenlos machst. Deine Anfangszeit war im Bremer Fernsehen, da hast du das Lift moderiert, da hast du ja auch eigentlich ehrenamtlich gearbeitet. Naja, das war der offene Kanal, da kann natürlich im Prinzip jeder Sendung machen, da werden die Strukturen, also das Studio und so, das gibt es dann vom offenen Kanal. Das ist eine öffentliche Einrichtung, da habe ich halt Sendungen gemacht, das war, wann war das, 90er Jahre noch, 93, 94, 95 und so weiter. Und da habe ich aber auch irgendwann gemerkt, obwohl es angeblich frei und liberal so die Möglichkeit, jeder soll
sich äußern können, dass man doch nicht alles machen kann, dass man auf einmal fing das dann an, oh, du musst aber, wir dürfen nicht mehr live senden, sondern du musst das aufzeichnen, die Sendung, damit man dann gucken kann, was macht er da schon wieder. Polarisiert dann. Und dann musste ich vorher aufschreiben und die Sendung anmelden, was für ein Thema und was für ein Gast. Das heißt, ich war schon immer jemand, der Themen auf der Pfanne gehabt hat, die nicht unbedingt jetzt von allen gewollt werden. Und auch wenn man denkt, das ist vom System, offener Kanal war ja eigentlich so die liberale oder soziale Einstellung, zu sagen, jeder soll das Recht haben, seine Meinung zu verbreiten, aber es ist eben doch nicht jede Meinung scheinbar auch für die genehm, sondern, ne, also Meinungsfreiheit ist ein gewisser Bereich, aber irgendwo gibt es was, so, wo die dann sagen, das zählt nicht mehr unter Meinungsfreiheit. Und das fand ich immer interessant, dass man schnell sieht, dass das nicht alles gewollt ist. Wie lange warst du dabei, Liv, dabei? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, zwei Jahre. Gregor Gysi ja eingeladen. Ich habe den Gregor Gysi mal, Gregor Gysi da, genau, da war, das war noch in der Zeit des Kosovo-Kriegs, wo ich ihn dann auch gefragt habe, wir haben ja nicht mal einen Friedensvertrag, hat er dann auch nicht widersprochen, das heißt... Damals bei Lift schon, in den 90ern. Ja. Aha. Genau. Und dass eben mit dem Kosovo-Krieg da eben auch viel von der medialen Berichterstattung auch nicht die Wahrheit war. Das ist also auch eine gewisse Propaganda war, jetzt zu sagen, dass da die Bevölkerungsgruppen aufeinander gehetzt wurden. Und da gab es ja angeblich Massaker da in irgendeinem Fußballstadion und da gab es dann Leute, die da wohnten und sagten, da ist gar nichts. Das ist also auch einfach nur behauptet, um da irgendwie den Menschen zu entzweien. Und genau wie wir das jetzt haben in der Ukraine-Situation, dass die Medien jetzt dauernd behaupten, Russland würde dauernd andere Länder überfallen, was überhaupt nicht stimmt. Ne? Das ist ein Märchen. Und ständig sieht man wieder russische Panzer rollen in der Ostukraine ein und es stimmt nie. Ne? Aber der abgeschossen wird, dann kommt man drauf, das war irgendwann mal in Syrien. Das sind alte Bilder oder auch mit den Panzern. Wir haben immer wieder Beispiele auch, dass man sieht, das sind Bilder von ganz woanders. Mhm. Also Lügenpresse ist schon das richtige Wort. Und die beschweren sich dann, Lügenpresse, das stimmt doch gar nicht, wir sind doch. Aber wir werden von vorne bis hinten belogen und die Medien sind halt kontrolliert, die Massenmedien. Deswegen sind die alternativen Medien, so wie du das machst und wie wir das machen, ist, glaube ich, ein wichtiges Korrektiv, einfach um auch zu zeigen, es gibt andere Sachen. Es ist nicht die Wahrheit, die da verbreitet wird. Ich kann jetzt auch nicht immer sagen, dass wir die absolute Wahrheit haben, aber wir können die anderen Seiten aufzeigen, Fragen stellen und zu Nachdenken mehr anregen. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, dass wir immer sagen, wir wollen Frieden, wir wollen keinen Krieg mit Russland. Wir haben zwei Weltkriege gehabt, wir haben damals gesagt, nie wieder Krieg und jetzt sagen sie so, nie wieder Krieg, aber gegen Russland müssen wir schon jetzt wieder, eigentlich wieder. Ne? Die Menschen wollen es nicht und es sind einige wenige, die das wollen, die wollen Krieg, die haben da ihre Machtspielchen. Die verdienen Geld am Krieg und die liefern Waffen an beide Seiten möglicherweise. Und ich meine, die ganze Ukraine-Situation, das ist ein Putsch, das ist wirklich westliche Kräfte, Blackwater-Soldaten oder die heißen ja heute nicht mehr Blackwater, also Privatsoldaten aus Amerika, die dann da unter den Demonstranten auf Polizisten geschossen haben. Oder diese falschen Flaggendaten wie MH17, der Abschuss. Ja, genau. Was man immer alles Russland in die Schuhe schiebt und sagt, der ist schuld daran. Mhm. Und dabei ist es ein Putsch einer gewählten demokratischen Regierung in der Ukraine durch westliche Kräfte. Und jetzt wird so getan, wir müssen der Ukraine beistehen. Dabei ist die Regierung von der Ukraine nicht auf der Seite des ukrainischen Volkes, sondern ist eben westlich orientiert, die wollen den Euro, die wollen, das Gold wurde sofort von der Ukraine wurde rausgeflogen und all so Sachen. Und das einfach immer wieder aufzuzeigen, dass da einfach eine Riesenschweinerei läuft und dass Menschen sterben, ganz konkret, dass wir das eigentlich nicht wollen. Und es wird in unserem Namen so getan, dass unsere Regierung das auch unterstützt und wir müssen immer wieder klar machen, wir wollen das nicht. Es ist eigentlich ein großes Anliegen, ja, das sind viele Anliegen, aber zum Beispiel ein Anliegen ist bei dir eben diese Hintergründe hinter der Politik aufzuklären. Viele sagen ja, das sind Verschwörungstheorien, ich sage, das sind Verschwörungspraktiken, ja. Bist ja auch Autor, hast da schon 4 Bücher geschrieben, 3 sind so ungefähr in dem Themengebiet von den Büchern, wie Entwirrungen,
Ja, so war es Entwirrung 1995, 96 kam das, glaube ich, raus. Ich bin damals noch Taxi gefahren, damit ich das überhaupt über die Runden gekommen bin. Habe in der Zeit halt das erste Buch geschrieben, war auch eben da beim offenen Kanal in der Zeit. Dann kamen Zusammenhänge, dann Ursprünge und zum Schluss Wendungen. Und die haben alle ein großes Feld weil von Themen, weil für mich gehört das alles zusammen. Du kannst nicht jetzt immer nur sagen, oh, da gibt's dunkle Kräfte und Verschwörungen, wenn du auf der anderen Seite nicht auch das Positive, das Spirituelle siehst. Also für mich gehört das wirklich zusammen. Einmal ganz wichtig, ich sag's in Kurzform, wir sind geistige Wesen, die inkarniert sind in einen Körper. Ich bin aber nicht der Körper, du bist auch nicht der Körper, sondern du bist ein unendliches Geistwesen, Bewusstsein. Du hast jetzt diesen Körper und diese Identität. Ich nenne es Raumschiff, in dem ich fortbewegen kann. Ja, es ist wie ein Fahrzeug, da bin ich jetzt mal eingestiegen. Gut, es ist nicht so leicht, da jetzt wieder rauszukommen, aber wenn ich sterbe, sozusagen verlasse ich als Geistwesen, als Seele wieder diesen Körper und bin unkaputtbar. Also das Leben kann nicht zerstört werden, das, was eigentlich das Bewusstsein ist, der Körper natürlich. Wir leben hier auf einem Planeten, auf dem wir erstmal nicht darüber informiert werden, dass wir ewiges Leben sind, dass wir Geistwesen sind. Wir werden manipuliert, in Angst zu leben, dass wir aufeinander losgehen und sagen, oh, das sind die Bösen und da müssen wir gegen kämpfen und da müssen wir Krieg führen und wir müssen dann auch Viren bekämpfen oder Krankheiten bekämpfen oder wir müssen ständig Angst haben vor Terrorismus oder vor AIDS oder vor Ebola oder sowas. Das heißt, wenn wir uns bewusst machen, dass wir Geistwesen sind, dann sollten wir sagen erstmal, wir brauchen gar nicht Angst haben jetzt vor all diesen äußeren Dingen, sondern alles, was wir suchen, ist eigentlich in uns. Wir sind Teil der Schöpfung und wir sind selber Schöpfer. Und wenn wir uns in Angst versetzen lassen und ständig auf das Materialistische nur uns darauf reduzieren, weil man uns so manipuliert von klein auf, dass man immer nur sagt, wir müssen das Materialistische, wir müssen funktionieren, den Verstand benutzen und so weiter und nicht das Herz. Das heißt, wir werden enorm manipuliert, damit wir nicht bewusst werden, was wir eigentlich sind, nämlich unendliches Bewusstsein. Und es ist für mich immer wieder wichtig, all diese Themen zusammen, die gehören zusammen. Also es gibt diese Verschwörungstheorien, die sind eben, es gibt eine Verschwörung, um uns davon abzuhalten. Sonst könnte man uns in der Schule von Reinkarnation erzählen oder in der Kirche oder im Fernsehen. Es ist ja verschwörend, wenn man sagt, der Osama Bin Laden hat das World Trade Center angegriffen. Ja, das wäre auch eine Verschwörungstheorie von Seiten des Staates, klar. Wo wir wieder sagen, das ist ein Inside-Job. Ja. Das kann man, ich denke, da gibt es genügend alternative Videos, die beweisen, dass das ganz anders war. Und jeder, das ist das Schöne, dass die jungen Leute, die gucken heute nicht mehr abends Tagesschau und heute, sondern die gucken im Internet und diese Welten klaffen auseinander und zwar extrem inzwischen. Und dass ganz viele Menschen einfach den Massenmedien nicht mehr trauen und sagen, sie sehen es ja täglich, wie sie belogen werden, wenn sie im Internet sehen, ach, guck mal, die haben da wieder behauptet, russische Panzer in der Ostukraine und das Bild stammt aber aus 2008 irgendwo aus Syrien, keine Ahnung. Ne? Dann werden die Leute, das wird immer deutlicher und das ist für mich ganz wichtig, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo diese Sachen ans Licht kommen. Das heißt, das ist ja auch immer die Frage mit Bewusstseinssprung und die Leute haben gesagt, ihr habt gesagt 2012 passiert irgendwas. Ich habe nie gesagt, dass da an einem Tag auf einmal alles anders ist, aber dass wir in einem Bewusstseinswandel sind und das können wir doch sehr deutlich sehen. Viele Leute sind ja offensichtlich, dass da was stattgefunden hat. Ja, es ist ein Prozess und der geht nicht von heute auf morgen, aber der geht über einen Zeitraum und wir erleben, dass das heute so eine Dichte von Informationen ist, die ans Licht kommen, die vor ein paar Jahren, da hätte man mit niemand drüber reden können. Also es kommen mit den Kindesmissbrauchssachen, die wir ja auch hier bei Bewusst TV schon hatten mit Jesse Marsen und so weiter. Die kommen in England, kommt das so hoch, dass es bis in die Regierung und in die königliche Familie geht, dass da wirklich Kinder missbraucht und getötet werden und schlimme Dinge passieren. Das lässt sich nicht mehr unterdrücken. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeit, wo ganz viele Dinge gesehen werden, weil sie ans Licht kommen. Das ist zwar für viele Menschen dann auch ganz schlimm und sie haben Angst und denken, es wird immer alles schlimmer, aber es wird nicht schlimmer, sondern es wird nur sichtbarer. Ja. Das ist das, was ich den Leuten sagen möchte, die jetzt sagen, es wird immer alles schlimmer. Das ist gar nicht so. Das, was mir so bei Bewusst TV ganz besonders gefällt, ja, was mich auch sehr animiert hat, ist so ein bisschen zu gestalten. Ja,
behandelt sehr schwere Themen, ja, die was manche Menschen, wenn sie beim Aufwachprozessen dann brutale Angst macht, ja. Aber ihr bietet ja auch Lösungen an, wie man sich freier damit beschäftigen kann. Erstens mal, ihr regt ja nur an, selbstständig mal nachzudenken, nachzurecherchieren, nicht alles blind zu glauben, was im Fernsehen ist, aber bietet ja durch viele andere Genregebiete, was du hast, wie in alternativen Heilpraktiken auch, aber auch in spirituell bewusstseitlichen Sinn, wie man sich selbst untereinander vernetzt auch, dass man ein bisschen autarker wird und die Menschen untereinander sich mehr helfen. Ja. Und nicht nur eben einfach nur sagen, wogegen ich bin, sondern eure Hauptprämisse ist ja, wofür bin ich. Ja? Ja. Und dazu muss man auch aufzeigen, was falsch läuft, weil viele Menschen ja auch sagen, warum behandelt sie bei den Tagesendigen nur so schwere Themen. Aber wenn man das nicht wissen müsste, wüsste ich auch nicht mehr, wofür ich dann auch sein könnte. Ja? Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, weil viele Leute das tatsächlich monieren und sagen, wir können doch nur einfach über spirituelle Themen und Licht und Liebe machen. Man kann es auch so leben, aber es ist eine Gefahr, dass man aus Gutmütigkeit und Naivität man kapiert gar nicht, was mit einem gemacht wird, ja, weil man einfach sich nicht vorstellen kann. Wenn man die Dinge nicht anguckt, dann denkt man, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politiker uns reduzieren wollen. Die wollen doch unser Bestes. Ich will jetzt demnächst mal die andere Partei, die werden das vielleicht besser machen. Also wir müssen diese Dinge immer wieder aufzeigen damit, weil ganz vielen Menschen ist das einfach noch nicht bewusst und sie können es sich nicht vorstellen. Das ist tatsächlich so, dass ein Mensch, der in der Liebe ist, der kann sich nicht vorstellen, in welchem unendlichen Ausmaß wir hier manipuliert und wirklich, was für dunkle Kräfte es gibt, die hier ihr Unwesen treiben. Deswegen wollen wir das immer wieder aufzeigen, weil vielen das einfach nicht bewusst ist und weil man sonst eben außer Gutmütigkeit und Naivität dann Dinge zulässt und sagt, naja, das, ach komm, so schlimm, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann werden nachher unsere Kinder vergewaltigt oder sowas und wir können sie nicht schützen, weil wir vielleicht einfach sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Das macht doch keiner. Doch, es wird gemacht. Bist du eigentlich schon immer also ein spiritueller Mensch gewesen oder hast du irgendwelche Erlebnisse auch gehabt, die auch in diese Richtung denken haben lassen? Das ist eine gute Frage, ob das immer so war. Ich habe natürlich schon als Kind mich immer irgendwie fremd gefühlt, als wäre ich auf dem falschen Planeten gelandet. Oder was ist das für eine verrückte Welt? Habe immer sehr drunter gelitten, wie die Menschen auch in der Schule, wie man gemobbt oder heute, damals gab es ja kein Mobbing, da wurde man gehänselt und gekretelt oder wie auch immer. Ich habe immer sehr, sehr drunter gelitten unter den rauen Sitten. Und aber ja nicht den Hintergrund gehabt. Ne? Ich habe mich immer nur irgendwie fremd gefühlt und darunter gelitten unter dem Zustand der Welt und was man dann so im Fernsehen sieht, Krieg damals, was da alles war, Vietnamkrieg und in Amerika, wo da die schwarzen Bewegung war, wo es dann ja auch noch richtig rassistische Kämpfe gab und so weiter, wo ich ganz klein war, wo ich einfach das nicht verstanden habe, was das für eine Welt ist, habe ich irgendwie, ich habe halt immer Fragen gestellt und gesucht, gibt es irgendwo was. Dann ein Beispiel war zum Beispiel Erich von Däniken, das Buch Waren die Götter Astronauten, das fand ich interessant. Ja. Da war erstmal die Frage drin, Gott, ja oder nein, gibt es einen Gott, wusste ich auch damals nicht, aber dass vielleicht das, was in der Bibel steht, dass das vielleicht Außerirdische waren, die sich als Götter ausgegeben haben, fand ich eine sehr interessante Frage. Hat zum Beispiel mit sowas angefangen, immer wieder darüber nachzudenken, erstmal gibt es einen Gott und warum ist das dann alles so? Also wenn man jetzt die Frage stellt, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das alles zu? Das ist natürlich eine naive Frage. Ich habe mal ein anderes Beispiel gebracht, wenn ich in meinem Zimmer nicht aufräume und dann kann ich irgendwann nicht sagen, wie kann Gott das zulassen, dass meine Bude so ein Saustall ist? Da bin ich für verantwortlich. Dafür hat er uns den freien Willen geschenkt, dass wir lernen, damit umzugehen, ja, und uns so selbst würdigerweise, dass wir vielleicht den Planeten verlassen können. Wir sind eigene Schöpfer, ne? Und genau wie der Schöpfer, also die Schöpfung, das Universum von Geistwesen erschaffen wurde, sind wir auch Geistwesen, die auch was erschaffen können. Wir können auf diesem Planeten dann natürlich vielleicht erstmal anfangen, was weiß ich, einen Stuhl oder einen Tisch zu schaffen oder einen Internetsender oder eine Kamera oder was auch immer.
Aber wir sind hier auf diesem Planeten schon relativ in diesem Körper gefangen, weil wir eben auch in dieser Vorstellungswelt gehalten werden, dass wir Materie sind. Mm. Deswegen müssen wir auch immer wieder uns das bewusst machen, dass wir es eigentlich nicht sind. Mm. Ja, wir werden auch immer wieder runtergezogen in der Schwingung, wenn wir die Nachrichten angucken und sagen, überall ist Krieg und dann kommt noch Ebola und dann kommt noch was weiß ich und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du hast die Ängste angesprochen. Mit Ängsten wird eben sehr viel auf diesem Planeten gearbeitet. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch diese Ängste zu überwinden. Und ich habe die Ängste ja auch durchgemacht. Ich kenne die ja auch alle durch mein ganzes Leben. Angst vor anderen, die einen prügeln oder sonst was von einem wollen. Dann, als ich aus Secret TV rausgeflogen bin, wirklich die Existenzangst. Oh Gott, jetzt habe ich den Job verloren. Ich habe vorher Geld verdient. Auf einmal kommt nichts mehr. Und dann morgens schweißgebadet aufzuwachen, weil man einfach Existenzängste hat. Das heißt, ich hatte auch diese Ängste und musste die auch bearbeiten. Und das ist wichtig und ich empfehle auch wirklich jedem, diese Ängste anzugucken und zu bearbeiten. Und weil wenn man an Angst lebt, dann kann man sich nicht befreien. Und es ist wichtig, dass wir das angucken, sagen, okay, ich auch bewusst machen, das erzeugt jetzt Angst, aber ich mache mir immer wieder bewusst, das, was ich wirklich bin, das ist unkaputtbar. Das lebt ewig und das kann eben auch... Das ist ein wichtiger Bewusstseins, dass man das gewahr ist, ja. Und das hat auch mit Krankheiten zu tun, also dass ich jetzt nicht immer Angst habe, dass irgendwo was, eine Krankheit mich jetzt erwischt, sondern dass alles mit mir zu tun hat auch. Und das hat mit Ernährung zu tun, aber auch mit Resonanz und mit wir wissen aus der neuen Medizin, Konflikte, die nicht gelöst sind. Ja, auch Angst kann krank machen. Das ist dann die Wurzel sozusagen, die Konflikte, was man nicht löst. Zum Beispiel Magengeschwür kann einfach aus Angst, wenn man über lange Zeiträume Angst hat, dann drückt sich das nachher gibt's auch körperlich aus. Gibt es aber schlägt die wieder auf den Magen oder das kannst du nicht schlucken. Ja, geht die an die Nieren oder also das ist schon so, dass die Zusammenhänge zu begreifen, dass ich nicht sage, jetzt ich bekomme irgendwoher eine Krankheit, die mich anfliegt, ohne dass ich was dafür kann, sondern wenn ich eine Krankheit habe, dann gucke ich, okay, was ist jetzt die Ursache dafür und nicht, ich gehe zum Arzt und der gibt mir dann irgendeine Tablette, die dann irgendwelche Nebenwirkungen hat und dann wird es immer schlimmer, sondern einfach das zu verstehen, das System ist nicht dazu da, uns zu dienen, sondern das System ist dazu da, uns abzulenken von dem, was wir eigentlich sind. Und keiner sagt es uns, wie es anders ist. Deswegen müssen wir selber anfangen, uns darüber zu informieren und uns alternativ zu informieren und Fragen zu stellen. Ich sage nicht, wir haben hier aber bewusst TV die Wahrheit gepachtet, sondern wir stellen Fragen, wir zeigen auf, es gibt andere Wege und jeder Zuschauer kann sich da seine Wahrheit rausfinden und vielleicht ist irgendwo irgendeine Sendung, die vielleicht wirklich Menschenleben rettet, weil jemand sagt, ach, ich wäre jetzt tatsächlich zum Arzt gegangen, hätte Chemotherapie gekriegt oder wer hat, was weiß ich, zum Impfen gegangen und hat mir das dann gespart und jetzt hat sich das vielleicht ganz anders entwickelt. Das heißt, für jeden Zuschauer gibt es andere Themen und jeder wird anders die Dinge verstehen. Aber es ist auch so, dass jedes Geistwesen ist einzigartig. Jeder, der jetzt zuschaut, du und ich, ist ein einzigartiges Wesen und keiner ist so wie der andere. Das heißt, auch die Vielfalt aufzuzeigen, die Vielfalt der Möglichkeiten, aber immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir Geistwesen sind in einer Welt der Lügen. Ja, ja. Habt ihr ja mit Michael Vogt, hast du zum Beispiel auch das Aufbruch Goldrot-Schwarz ins Leben gerufen. Und viele Menschen animiert, sich mal wirklich zusammenzusetzen und sich Gedanken zu machen für eine freie Gesellschaft, die sich in Würde gegeneinander begegnet. Ja. Was ist eigentlich aus diesem Goldrot-Schwarz geworden? Ist das noch? Es ist im Grunde eingeschlafen. Es ist einfach die Feststellung, wenn man vorne steht und sagt, so und so soll es jetzt werden, dann beschweren sich alle Leute, ja, das ist ja auch wieder, da sind wieder welche, die stehen oben und bestimmen über andere. Das wollten wir nicht. Wir wollten, dass eben die Menschen sich überlegen, was sie eigentlich haben wollen. Und wir haben aber festgestellt, wenn man nicht dauernd vorne zieht und Energie reinsteckt und organisiert, dann passiert nicht so viel. Das heißt, es ist irgendwie eingeschlafen und wir können nicht dauernd, es ist für uns auch ein Riesenaufwand, dann wieder Kongresse, das kostet Geld, das ist ein Risiko, dann gibt es Leute, die werfen uns vor, wir bereichern uns daran, was gar nicht stimmt, weil wir haben so wenig Eintritt da genommen, um überhaupt die Kosten zu decken, aber wie gesagt, man kann es dann nicht allen recht machen, aber wir haben ja einiges erreicht und ich denke auch, dass viele Bewegungen,
was weiß ich, Montagsdemos und ganz viele alternative Bewegungen auch da vielleicht mit schon geguckt haben und dass das eine Weiterentwicklung ist. Das heißt, wir wollen ja gar nicht vorne stehen und sagen, wir zeigen euch jetzt den Weg, sondern wir wollten, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie zeigen, dass mal formuliert wird, wie könnte eine alternative Politik aussehen, und wir haben das ja ausgearbeitet, die Sachen sind auch noch im Internet zu finden, was eben ganz viele Menschen an Lösungen für alle Politikbereiche ausgearbeitet haben, dass sich das jetzt nicht so in einer Form umsetzt, dass es ständig neue Events gibt, Kongresse oder sowas, das liegt einfach daran, dass wir das nicht schaffen, werden wir dann noch immer angegriffen werden. Und das kostet viel Energie. Und unser Wunsch ist eben nicht zu führen und den Leuten zu sagen, was sie machen sollen, sondern sie sollen es selber. Und da haben wir viel sicherlich zu angeregt. Aber wer jetzt erwartet, da passiert ja nichts Neues, dann soll er selber was Neues machen. Ja, er regt ja doch wirklich sehr viele Menschen an. Es ist ja damals auch auf Video aufgenommen worden, haben wir das angeschaut, da haben wir wirklich einige Menschen da. Und wie du sagst, die Montagsinfos, Montagsdemonstrationen, in Salzburg haben wir ja die Montagsinfos Gegenstück, als Mitstück besser gesagt, kreiert. Ja. Haben sie sicherlich daraus besser entwickeln können, weil die Menschen ja von diesem Beitrag, von einem anderen Beitrag einiges in sich wachsen haben lassen können. Und dadurch entstehen doch auch solche Gemeinschaften wie Montagsfriedensmahnwachen. Ja. Das ist ja auch unser Wunsch, ne? Wie gesagt, dass sich eine vielfältige Alternative Szene entwickelt, und das ist ja nicht, wir bestimmen das ja nicht, die Szene ist eben vielfältig, weil es viele, viele Wesen gibt, die was anderes suchen und was anderes aufbauen wollen, und das ist ja das Schöne daran. Wenn es jetzt wirklich so wäre, wir hätten jetzt, wären gleich ganz groß geworden und hätten gesagt, es ist jetzt das Ding und da sind jetzt Millionen Menschen bei, dann wird man es natürlich auch total angreifen und dann könnte man es auch schnell kaputt machen, indem man versucht, da irgendwie Menschen reinzusetzen, die das zerstören. Es, gerade durch diese Vielfalt der Bewegungen ist es eben auch nicht so leicht zu zerstören und zu kontrollieren. Also es ist eigentlich, wie gesagt, es ist ein Prozess, in dem wir sind, und der ist bunt und vielfältig. Und wenn die Leute sagen, ja, kommt doch mal alle zusammen, ja, wir haben es versucht, es ist eben nicht so einfach, die Menschen alle zusammenzubringen, wenn man nicht dann auch sagt, wie es sein soll, aber dann ist wieder der Vorwurf, ja, ihr kontrolliert es ja jetzt wieder und wir wollen es ja nicht. Aber es ist, die Menschen brauchen ja keine Führer in dem Sinne. Also guck dir mal eine Einkaufsstraße an, die Menschen können, ohne dass sie jetzt von jemandem geführt werden, können sie selbstständig in die Geschäfte gehen und sich angucken, was sie brauchen, und sie stoßen nicht ständig gegeneinander. Man soll sich einfach bei der Hand nehmen und voranschreiten. Das Leben funktioniert eigentlich, ohne dass jemand immer oben steht und sagt, so müsst ihr es machen. Also die Menschen kriegen ihr Leben, im Grunde, genau. Die Menschen kriegen ihr Leben auch so auf die Reihe. Und also ich kann das vollkommen loslassen. Mhm. Auch dass auf Hochgold, Rot, Schwarz jetzt nicht irgendwie weitergeht, das ist, ich finde das weder, dass ich mir das vorwerfen lassen muss oder einen von uns. Mhm. Noch, dass es schlimm ist, sondern es ist einfach so. Es hat sich so woanders dahin entwickelt heute und auch gefruchtet. Genau, so ist es. Und die Menschen können ja leben, es ist wichtig, dass sie aufwachen, und es geht nicht um eine Bewegung im Äußeren, dass jetzt irgendwie 10 Millionen Menschen auf die Straße gehen. Wenn das so ist, ist es auch okay, aber für mich kommt die Veränderung nicht durch Demonstrationen, sondern Demonstrationen sind allenfalls ein Zeichen der Veränderung, aber die Menschen verändern sich im Innern, wenn sie aufwachen, und sie funktionieren nicht mehr so im System und machen nicht mehr alles mit und glauben nicht mehr alles, was ihnen vorgesetzt wird. Das heißt, die Manipulation klappt nicht mehr so, und das ist eigentlich das, was im Moment passiert und was gut und schön ist zu beobachten. Das geht nicht so schnell, wie gerne einige das gerne hätten. Viele sagen, Mensch, wann ist denn mal alles gut? Und ich sage, es wird nicht einen Tag geben, wo auf einmal alles gut ist. Es wird sich immer entwickeln, und das ist ein Prozess, und da sind wir drin, und das ist spannend, manchmal schmerzhaft. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir Erschaffer unseres Lebens sind, und dann können wir in unserem Umfeld auch ganz viel bewirken, einfach indem wir in der Liebe sind und im Herzen sind. Und dann verändert sich auch unser Umfeld. Und in meinem Leben kann ich das sehr schön beobachten, wie sich eben mein Umfeld auch verändert. Du bist ja sowieso sehr vielseitig. Zum Beispiel bist du ja auch Musiker und auch Fotograf.
Hast du beim Großstadtrevier, hast du sogar die ersten drei Folgen, die erste Folge. Ich habe Titelmusik nicht. Ich habe mal für ein paar Folgen Großstadtrevier. Damals gab es noch Jürgen Roland, der das gemacht hat. Der ist inzwischen tot. Ich hatte mal eine Kassette hingeschickt und habe dann tatsächlich für drei Folgen Großstadtrevier mal Musik gemacht. Es gibt CDs mit. Aber ich bin jetzt kein großer Musiker, ich muss auch einfach auch da realistisch sein. Welche Instrumente machst du? Ich habe nie ein Instrument gelernt, ich kann am Keyboard eben sehr viel heute mit Computertechnik machen, mit mehreren Spuren übereinander spielen und ich habe aber keine Ahnung, ich kann keine Noten außer Banknoten und ich habe keine Ahnung von Harmonielehre, ich mache einfach so nach Gehör. So Filmmusik war immer so mein Ding und inzwischen kann man mit dem Computer eben sehr viel auch wirklich orchestrale Dinge machen. Mhm. Das ist für mich eigentlich immer mehr ein Hobby. Ich mache auch so von BewusstTV die Titelmusiken, das sind so kleine Sachen, die man mal so eben machen kann. Und für Filme würde ich gerne Musik machen, aber ich weiß eben auch, dass ich nicht wirklich da jetzt eine Koryphäe bin. Und auch Fotografie. Also Film ist so ein Ding, wo eigentlich alles für mich zusammenkommt und ich würde auch sehr gerne Filme machen, aber ich weiß, dass es eben sehr, sehr aufwendig ist. Also hast du überhaupt nur Zeit überhaupt für die ganze Zeit? Im Moment ist es eben schwierig, genau. So, ja, klar. Gut, das läuft für mich eben als Hobby nebenbei. Ich mache mal einfach Musik, wenn ich Lust dazu habe und manchmal kann ich irgendwas irgendwo für gebrauchen. Wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich vielleicht sagen, oh, ich muss jetzt meine Musik promoten oder ich meine Fotos promoten, um jetzt irgendwo bekannt zu werden. Inzwischen ist BewusstTV eben das, was ich hauptsächlich mache und wo ich eigentlich auch genügend mit zu tun habe, einfach weil das, glaube ich, auch im Moment viel wichtiger ist, als dass wir noch eine CD brauchen oder noch ein Fotoband von Joe Conrad. Ich weiß nicht, wenn das mal gewünscht ist, aber... Na, kann man so Fotos überhaupt anschauen im Internet oder wo? Irgendwo habe ich die, aber ich habe die, glaube ich, gar nicht jetzt irgendwo, dass man sie leicht findet. Müsste selber suchen. Verschollen. Ja, auf irgendwie... Big Nose Media ist ja der Name, so habe ich mal meinen Verlag und so genannt. Und irgendwie gibt es da auch eine Seite, aber ich weiß gar nicht, ob die noch überhaupt noch existiert. Also ich habe das teilweise nicht gepflegt. JoeConrad.de findet man auch einiges, was ich so gemacht habe. Die Homepage, an Texten und ich habe auch mal einen Roman geschrieben, der da online zu finden. Ein Roman? Ja, der aber auch nie als Buch veröffentlicht wurde, sondern jetzt da nur so als PDF-Datei, zum Beispiel auf JoeConrad.de runterzuladen ist. Ich vermute mal einen Science-Fiction-Roman? Nein, das hatte was mit meinem persönlichen Leben zu tun, mit meiner Zeit, als ich im Zivildienst war und quasi ein Coming-out hatte, weil ich eben auch immer noch sehr darunter gelitten hatte, dass ich mich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühle und das ist ja für viele dann auch, oh, das ist gegen die Natur und das ist gegen Gott und das ist ganz schlimm und das ist ganz eklig und hatte damals sehr darunter gelitten und mich dann auch immer verliebt und unglücklich verliebt. Ich habe also einen Roman geschrieben, wo ich dann so ein bisschen das verarbeitet habe, einfach, dass ich aufzeigen wollte, jemand, der gleichgeschlechtlich liebt, der sucht ja im Grunde auch das, was alle suchen, einfach jemand, den er lieben darf und wo er vielleicht, wo man sich verbunden fühlt und wo man zärtlich sein kann. Und es geht nicht darum, dass man jetzt immer nur triebgesteuert ist. Das wird so dargestellt, als wenn jetzt jeder, der homosexuell ist, dann bestimmte Praktiken macht. Das ist zum Beispiel, das muss gar nicht so sein. Das hat für mich immer erstmal was mit Liebe und Verlieben zu tun. Mhm. Natürlich gibt es einen sexuellen Aspekt, aber warum soll das jetzt schlecht sein? Gegen die Natur. Natürlich können zwei Männer keine Kinder kriegen, das ist nicht natürlich, das ist so. Also, aber wo die Liebe hinfällt, das hat man selbst nicht in den Griff. Genau, ja. Aber wir haben ja heute sowieso, ist ja ein anderes Thema, dass wir eine Sexualisierung der Gesellschaft haben. Das heißt, es wird alles quasi auf das, nicht die Liebe, sondern auf das Sexuelle, das Äußere und teilweise mit Schmerzen, also Shades of Grey oder wie das heißt, oder 50 Shades of Grey. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen, ich kriege das nur am Rande. Gerade im Gender Mainstream, was da heutzutage abläuft, ist ja schon und sehr eben das sehr viel mit Sadomaso eben und mit Kindern, Pädophilie, dass das eben hochfähig gemacht wird. Mhm. Und das ist etwas, was ich für sehr bedenklich sehe. Deswegen für mich auch damals schon wichtig aufzuzeigen, jemand, der schwul ist, was kein schönes Wort ist, dass der eben auch ganz tiefe Gefühle haben kann und sich nur nichts wünschen kann, wenn er verliebt ist, dass er mit jemandem mal Händchen halten kann oder zusammen ins Kino gehen kann. Das aufzuzeigen, ne? dass eigentlich die Liebe die Kraft ist oder das, was ich für wichtig finde, dass Liebe
wirklich, das ist, was uns respektvoll miteinander umgehen lässt. Und wenn wir nicht in Liebe handeln, sondern einfach aus dem, aus Ego, und dann ist es auch in der Sexualität so, dass wir dann vielleicht jemanden einfach nicht gar nicht fragen, ob er will. Und betrügt man sich selbst irgendwann. Und dann ja, ja, merkt klar, man aber es wird ja viel gemacht und ja. Wir wissen viele Vergewaltigungen und viel Missbrauch, selbst von Kindern, die eben überhaupt nicht gefragt werden, ja. Ist eben ein ganz, ganz schlimmes Thema und Liebe kann das nicht. Also wer im Herzen ist und wir haben das Mitgefühl als Mensch, ist nicht in der Lage, jetzt irgendjemand gegen seinen Willen zu missbrauchen. Sondern ich bin auch immer sehr zurückhaltend gewesen, wenn ich jemanden geliebt habe, ganz vorsichtig zu spüren, ist da vielleicht auch was, könnte was sein, aber ich habe mich eher immer zurückgehalten und das ist Liebe. Liebe ist respektvoll und zurückhaltend und sanftmütig und wir haben in dieser Welt so vieles, was nicht in der Liebe ist, weil wir eben auch ständig so manipuliert werden, dass wir eben auf der materialistischen Ebene bleiben und dass wir gegeneinander gehetzt werden und dass uns nicht gesagt wird, dass Liebe eine Kraft ist und dass das wichtig ist. Dass, also unsere Politiker reden nie von Liebe. Ich würde mal sagen, ich würde mal gerne einen Politiker haben, der sagen würde, ich liebe die Menschen hier und ich werde mich dafür einsetzen, dass Dinge aus Liebe geschehen, aus Liebe zum Land. Aber keiner redet so, ne? Also das wäre mal schön. Aber deswegen machen wir das hier, uns immer wieder bewusst machen, was wir eigentlich sind. Wir Menschen sind zur Liebe fähig, wir können aber auch Liebe unterdrücken, bewusst. Oder auch, es wird unterdrückt durch Schmerzen, traumatische Erlebnisse. Jemand, der als Kind missbraucht und vergewaltigt wird, der panzert sich so nachher ab, dass er niemanden mehr auch ranlässt an sein Herz, weil er gemerkt hat, wie weh das tun kann, wenn man da verletzt wird. Und deswegen gibt es natürlich auch viele Menschen, die spüren die Liebe nicht mehr und lassen niemand so an sich ran. Und die sind dann vielleicht noch auf der sexuellen Ebene und auf der materiellen Ebene unterwegs. Aber es ist immer wieder wichtig, wir Menschen sind zur Liebe fähig. Und wenn wir da gepanzert sind und blockiert sind, dann sollten wir dann dran arbeiten, dass diese Blockaden auch wieder abfallen, dass diese Traumata, dass wir die angucken und sagen, Mensch, eigentlich möchte ich Liebe und ich bin da mal verletzt worden, ja, aber ich bin trotzdem, will ich Liebe und kein Hass und keine Gewalt und Missbrauch und so weiter. Ja. Ja, Joe, warum ich zuerst, das ist vielleicht eine persönliche Frage, die was mich auch ganz brennend interessiert. Damals, wie du vom Buch gesprochen hast, habe ich auf Science Fiction getippt, weil du hast ja früher recht viel witzige Filme gemacht und ich bin auch ein großer Trekkie-Fan und da hast du auch schon recht viel ausgetobt in dem Bereich, hast du kurz Joke-Filme gemacht. Ja. Kommt doch mal wieder was. Es kommt was. Wir haben so ein paar Sachen in Arbeit, wo was so ähnlich wie Switch oder so, ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich kennt, wo einfach so einzelne Szenen so persifliert sind und so. Da haben wir auch schon was aufgenommen und ich warte noch, dass Dagmar zum Beispiel was beisteuert und dass man noch ein paar mehr Sachen macht. Ich habe da mal Lust zu und Humor ist für mich eben eine ganz, ganz wichtige Sache und es muss halt alles gemacht werden und irgendwann kommt da auch wieder was, aber so regelmäßig, ich mache es halt, wie es passt und es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine Humormaschine bin und jetzt wöchentlich eine Satire-Sendung abliefern muss. Das ist ja im System so, dass man, wenn man irgendwo was mal gemacht hat, dann muss man immer wieder das und noch einen draufsetzen. Und diesen Zwang haben wir zum Glück hier nicht. Ich habe so viele Themen, aber es kommt immer wieder was Lustiges. Ja. Und Science Fiction war auch immer mein Thema, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt viel mehr im Universum als nur hier die Erde. Und ich hatte immer die Sehnsucht zu den Sternen auch. Und ich hoffe, dass wir bald eben auch, dass es Kontakte mit anderen geben wird oder dass das veröffentlicht wird, weil die Kontakte gibt es ja, das wird nur alles verheimlicht. Ja, klar. Weil man uns eben auf diesem Planeten eben isoliert sozusagen halten will, damit man uns dann hier kontrollieren kann. Eindeutig, ich habe selbst viele Erlebnisse mit unseren kosmischen Geschwistern auch schon gehabt und ja. Es ist halt doch eine Sache, wenn im allgemeinen Verständnis der Menschen da keine Entwicklung stattfindet, wird da nie ein Kontakt zustande kommen, weil
der Mensch erst beweisen muss, dass er reif dafür ist. Weil ansonsten könnte es ja auch rückläufig werden. Aber wir reif, wir werden eben so manipuliert, dass wir denken, es gibt nicht mehr. Wir werden auf einer Ebene gehalten. Also ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Buch, da werde ich gerne nochmal drauf hinweisen. Es gibt viele Bücher, die ich lese, aber es gibt auch viele, die ich nur querlese. Aber ein Buch, was ich jetzt gelesen habe, das heißt Alien Interview, und zwar in Kurzform ist das ein Außerirdischer, der in Roswell 1947 abgestürzt ist, der hat überlebt. Und eine Krankenschwester, die konnte mit dem telepathisch kommunizieren. Aha. Und die musste das quasi mit ihm kommunizieren, weil keiner mit dem reden konnte, aber über sie war die Einzige, die das herstellen, die Verbindung herstellen konnte, und musste das ihr ganzes Leben geheim halten, weil sie natürlich beim Militär war und das nicht erzählen durfte, aber sie hat kurz vor ihrem Tod ihre Sachen jemandem geschickt, ihre Aufzeichnungen, und der hat das jetzt als Buch veröffentlicht, und das ist sehr interessant, weil dieses Wesen sozusagen auch erstmal sagt, wir sind alle Geistwesen, auch ihr in euren Körpern, ihr seid eigentlich Geistwesen, aber hier auf der Erde ist es tatsächlich so, dass wir hier in gewisser Weise gefangen sind. Es gibt Kraftfelder, die erstmal die Erinnerung löschen, wenn wir inkarnieren. Das heißt, wir erinnern uns nicht an frühere Leben und dass wir ewiges Bewusstsein sind. Das ist aber eine Manipulation von anderen Außerirdischen, die hier so wirklich Spiele auf der Erde spielen, dass wir hier quasi wie in einem Gefängnis sind, aus dem wir nicht rauskommen. Ja. Normalerweise sagen die, wir können auch in so einen Körper als Geistwesen reingehen und auch wieder rausgehen, aber wir können das natürlich nicht, und das erklärt sehr schön, wie das hier auf diesem Planeten ist, warum wir hier eben in diesem Zustand sind, was für Kräfte das sind, die uns hier gefangen halten, und dass wir diejenigen sind, die sie uns da auch wieder selber daraus befreien müssen, indem wir uns das bewusst machen, dass wir Geistwesen sind. Mhm. Mhm. Das ist, wir kommen aus dem Gefängnis nur raus, indem wir es uns bewusst machen, dass wir im Gefängnis sind. Von außen, ob jemand von außen kommt, uns da helfen wird, das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber solange sollten wir zumindest die Fluchtgedanken nicht aufgeben. Das heißt eben Flucht aus dem geistigen Gefängnis, was wir haben, nämlich dass wir denken, wir sind der Körper und wir denken, es gibt nichts anderes außerhalb. Nein, immer wieder erinnern, dass wir Geistwesen sind, und so können wir uns eben befreien von dem ganzen System, das uns hier gefangen hält. Es ist auch so, man tut ein Kind selbst oft nichts Gutes, wenn man jede Erfahrung einfach abnimmt. Ja? Es kann nie wirklich erwachsen werden. Und so ist es mit unseren kosmischen Geschwistern. Wir sagen, warum greifen nicht ein? Und genauso wie wir jetzt erst mit Gottes Thema gehabt, wieso lässt er das zu? Ja? Wenn wir nicht selbstständig eine Reife entwickeln dürfen von uns aus und uns selbst beweisen, dass wir es wert sind, einmal den Planeten verlassen zu können und nicht irgendwie wieder einen neuen Planeten zu annektieren, wie wir es mit gewissen Kontinenten ja schon gemacht haben. Ja, ja, das hat aber alles eben wirklich mit dem Zustand hier der Manipulation auf diesem Planeten zu tun. Und wenn die Manipulation wegfallen würde, dann würden wir viel schneller einfach eine Reife entwickeln. Dann könnten wir diese Dinge auch gar nicht mehr machen. Das heißt, das Buch Alien Interview ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen, und ich erzähle es gerne, weil ich es wirklich für sehr, sehr hilfreich finde, zu verstehen, was hier auf der Erde losgeht, welches Ausmaß der Manipulation, dass es auch von Außerirdischen beobachtet wird, die aber nicht eingreifen, aber auch aus anderen Gründen, weil es teilweise auch schwer ist, diese Kraftfelder abzuschalten. Aber scheinbar geschieht da auch schon was. Möglicherweise ist dieser Bewusstseinswandel hat auch damit zu tun, dass man sich schon jetzt mehr geistig daran erinnern kann als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Das heißt, da passieren auch kosmische Dinge. Und dieses Buch erklärt sehr vieles, meines Erachtens sehr hilfreich, das nochmal aus der Perspektive zu sehen, dass wir hier wirklich auf dem Gefängnisplaneten sind. Und sehr viel Durcheinander hier auf dem Planeten ist, weil man uns zusammengewürfelt hat, auch von vielen Außerirdischen, die hier auf die Erde gekommen sind und dann hier auch gefangen worden sind sozusagen. Und da ist so ein Durcheinander und so unterschiedlich Rassen ist auch sehr ungewöhnlich für einen Planeten. Normalerweise gibt es eine Spezies auf einem Planeten und nicht so eine Vielfalt wie bei uns, deswegen ist auch ein großes Durcheinander. Das ist ein weites Feld für so ein kurzes Interview, das wäre ein Thema für eigene Sendungen, und ich werde auch den, der das Buch rausgebracht hat, mal interviewen demnächst. Ja, interessant. Aber und für viele ist das sowieso eh Quatsch, dass es Außerirdische gibt, aber ich denke, wir sollten einfach
anregender, das zumindest die Möglichkeit einzuräumen, dass es noch mehr gibt, als was wir wissen. Ja, spannend, alles, das ganze Leben. Ja, es ist so, ihr seid sehr vielseitig, ja, und wir werden uns sicher mal freuen, wenn es vielleicht ein paar so lustige Kurz-Joke-Videos wieder mal macht. Die Fans, glaube ich, verstehen es. Du hast so viele hochkarätige Menschen eingeladen, du hast so viel zu tun. Du hast die Dagmar Neubranner öfters eingeladen, wo man auch schon eine Sendung bringen durfte, jetzt im Fernsehen bei FS1. Und bei Krypto TV. Und ja, sag das vielleicht nochmal, das ist ja, wenn wir das hier bei Bewusst TV aufbringen, dass jetzt eben Sendungen von uns auch in Österreich, im Salzburger Raum, ins Kabelnetz teilweise gehen, nicht alles, aber ihr bringt das rein und das, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, damit unsere Zuschauer. Da haben wir wieder eine sehr wunderbare Möglichkeit jetzt in Österreich bekommen, weil es gibt jetzt so eine dritte Kategorie im Fernsehen, nicht mehr private oder öffentliche Medien, sondern das freie Fernsehen. Und da haben wir in Salzburg jetzt den freien Fernsehsender FS1 und da durfte jetzt mit meinem Kanal Krypto TV eine Partnerschaft eingehen. Da sind wir so ein Art Sendungsmacherverein und da haben wir eben den Auftrag, dass wir eben nicht kommerziell, so wie es ihr macht, ist nicht kommerziell. Wir machen nichts kommerziell. Eben, und das ist auch wichtig, so bleibt man authentisch. Und dass wir auch Themen bringen, die was im gemeinen Mainstream ausgeschlossen werden. Ja. Und bei unseren Montagsinfos, was wir in Salzburg veranstalten, habe ich Jesse Maaßen kennengelernt. Und der war der wunderbare Brückenbauer, hat uns da gleich super vernetzen können. Und da haben wir uns eben angesprochen, ob wir eben auch für Bewusst TV den Österreichern über Fernsehen einmal eure wertvollen Themen näher bringen dürfen. Und da warst du wirklich sehr so freundlich und hast dich dazu bereit erklärt, dass wir da auch deine Themen übers Kabelfernsehen, wird das bei uns ausgesendet, senden dürfen. Ja. Ja. Und umso mehr Zuschauer wir auch dadurch erreichen können, umso größer kann sich das freie Mediengebiet im Fernsehen ausbreiten. Früher war es so, wie bei der Eva Herrmann und so, wenn du da falsch angeeckt hast, dann bist du raus befördert worden. So hätte man vielleicht wieder den Weg zurück zum Fernsehen zu finden, ja, was doch wichtig ist, weil uns im Internet finden oft doch nur Menschen, die was uns schon suchen, was Themen dieser Art interessieren. Und im Fernsehen kann man die Menschen mal netterweise damit konfrontieren. Ja, ja, also das ist eine tolle Gelegenheit. Dass, da freue ich mich, dass ihr auch mit dem Boot schwimmen wollt. Ja klar, wir wollen ja auch, dass sich das verbreitet und natürlich ins Kabelnetz irgendwo zu gehen, ist eine tolle Möglichkeit und ich habe sie bisher noch nicht, von daher freue ich mich. Es ist natürlich Salzburger Raum beschränkt erstmal, aber wer weiß, was da noch alles kommt. Ich denke, so beschränkt ist auch gar nicht. Wir haben ja auch über das FS1 einen Livestream. Ja. Das kann man dann über Internet, ist dann auch im TV-Medium nur übers Kabelfernsehen beschränkt. Aber umso mehr Zuschauer wir bekommen und vielleicht eben auch durch dein Bewusst TV, kann man sich dann auch in Österreich ausbreiten mit den Empfang. Weil es gibt ja auch freie Medien in Okto, in Wien, ja, und das können wir zum Beispiel in Salzburg auch empfangen. Das ist der Nachteil schon bei FS1, dass wir nur auf Salzburger Gebiet begrenzt sind. Aber das entwickelt sich alles. Uns gibt es ja von FS1 auch noch nicht so lange wie Okto TV. Okay. Ja. Da wird sicherlich noch einiges passieren, da bin ich ganz optimistisch. Also darum haben wir eben jetzt in Krypto TV die Rubrik Krypto TV Fundstück, der Medienfundstück der Woche gemacht und das seid ihr dabei und die Leute auch andere alternative Medien zu ein, dass vielleicht auch über unseren Salzburger Raum wieder Joe vielleicht etwas beitragen möchtet und dann auch vielleicht unsere schlafenden Sessel-Televisionäre ein bisschen munterer werden können. Okay. Ja, wenn du so Mittelpunkt der Medien stehst, polarisiert man ja sehr viel und bekommt man ja viel Kritiken ab. Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch irgendwas über gewisse Kritiker sagen, vielleicht etwas erklären, wo du die vielleicht falsch verstanden fühlst? Naja, es gibt natürlich immer ganz leicht, dass man in eine bestimmte Ecke gesteckt wird und dass in Deutschland natürlich mit der deutschen Geschichte wird man jetzt sehr gerne, wenn man jemanden oder weghaben will, dass man den in eine rechte Ecke steckt. Oder eine rechtsesoterische Ecke, sagt man. Genau, das ist inzwischen interessant, dass es da neue Begriffe gibt. Ist schon lächerlich hier. Rechtsesoterik, wie auch immer. Man kann es nicht so recht begreifen, aber es gibt eben Menschen, für die ist das ganz schlimm und ich weiß, wie das
für mich als Kind war, dass ich auch dachte, wenn man nur hört, dass irgendjemand rechtsextrem ist, dann wollte man um Gottes Willen überhaupt nichts mit dem zu tun haben. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, Joe Conrad will ich gar nichts von hören, weil der ist ja pfui bäh. Die würden das jetzt hier gar nicht gucken. Einfach, weil die dicht sind da. Das heißt, es wird mit Schubladen gearbeitet. Und wer jetzt glaubt, dass ich irgendwie fremdenfeindlich bin, das ist so albern. Deine Beiträge anschauen. Ja, oder? Ich denke, man kann es wirklich mit nichts belegen. Es gibt natürlich auch Dinge, wo man auch mal Dinge ansprechen muss. Ich habe vorhin das Beispiel genannt mit den Kindern, die missbraucht werden. Und es gibt ein Beispiel aus England, da ist in einem relativ unbekannten Ort Rotherham, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, also kann jetzt nicht so eine Großstadt sein. Da wurden über Jahre 10.000 oder werden noch Mädchen missbraucht von Migranten aus einem bestimmten Bereich, sagen wir Arabisch, Pakistan, so in dem Bereich. Und die Behörden, Polizei und Richter und so weiter, die haben alle Angst, dass da jetzt gegen was zu sagen, weil sie dann ja rassistisch oder fremdenfeindlich werden. Das heißt, es werden weiterhin tausende Mädchen missbraucht in diesem kleinen Ort, nur 1.000 Mädchen. Das heißt, das gibt es zwar woanders wahrscheinlich auch, nur die Leute lassen es geschehen, weil sie Angst haben, dass sie als Rassisten dastehen, wenn sie dagegen angehen. Das würde ich sagen, Gegensprech, weil der Jesse Maaßen hast ja schon viel Berichte gebracht, auch was im Inland passiert. Ja, ja, schon. Ja, also klar, dass du gerade nur dem Thema anwidmest und deswegen nicht irgendwann fremdenfeindlichen Kontext gehen willst. Natürlich ist es nicht fremdenfeindlich, aber ich will darauf aufmerksam machen, wie pervers das ist, dass Polizei nicht Kinder, Mädchen vor Missbrauch schützen kann, weil sie Angst haben, dass sie dann als Rassisten gelten. Und so krank ist das, wenn man dann jemanden als Rassisten bezeichnet und dann sagt er, okay, dann lasse ich zu, dass unsere Mädchen missbraucht werden. Das ist krank. Und bin ich jetzt fremdenfeindlich oder betreibe ich Hetze, weil ich das anspreche? Also ich denke, es geht um den Schutz unserer Kinder und der Schwächsten in der Gesellschaft. Und wenn wir da nicht auch ansprechen können, wenn es bestimmte Kulturen gibt, oder Menschen in bestimmten Kulturen, das sind ja niemals alle, aber wenn wir die nicht ansprechen können, weil wir dann Angst haben, weil das Fremde sind, dann haben wir wirklich ein Problem. Dann kannst du ja nichts verändern. Ja, dann lassen wir eben das zu und das kann es für mich nicht sein. Und wenn jemand meint, das ist jetzt fremdenfeindlich gewesen, Ihr sollt ja einfach mal deine Berichte anschauen, das sind ja über hunderte von Serien, was ihr schon habt. Es sind bald 500 Sendungen, glaube ich, die wir haben. Gigantisch, wunderbar, ja. Und vielleicht hast du sonst irgendwas, ein Schlusswort zu sagen? Sonst schließen wir vielleicht, dass einmal die Menschen jetzt von FS1 einmal überhaupt über die nachreflektieren können. Recherchiert es noch. Vor allem schaut es euch bewusst TV an. Ihr werdet sehen, unheimlich viele verschiedene Themen, wie von heilpraktischen Sachen habe ich selbst schon viel mitnehmen können. Oder ob es um soziale Themen geht, kann er sehr viel bieten. Im politischen Bereich lässt der Joe auch nichts aus. Und wie gesagt, bei www.bewusst.tv einfach reinschauen und sonst auch bei uns jetzt regelmäßig alles vielleicht vor 3-4 Wochen einen Beitrag von dir einbringen können. Und so bedanke ich mich für die Einladung. Bin ja hoch in den Norden heute gekommen. Denkt ihr, dass du so weit gefahren bist? Ja, hatten eine sehr lange Reise, aber wunderbar mit dem Bewusst-TV-Team, Jesse Maaßen, der was den Kontakt geschlossen hat. Sie ist ja eigentlich ein Freund, das kann man ja nicht das Team benennen. Der hat mich mit hochgenommen. Super, ja. Und schön, dass das geklappt hat und ich freue mich, dass wir da ins Kabelnetz kommen und wer weiß, was noch alles passiert. Genau. Und ansonsten können wir uns ja auch mal über Skype unterhalten. Sicher. Man muss ja nicht nur immer parallel da sitzen, die Zuschauer, die ist es ja egal, ob man das auch über Skype-Konferenz macht. Ja, manchmal sind die Entfernungen natürlich das Problem, wenn das Geld nicht da ist. Ne? Das muss man einfach sagen. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine riesen Finanzierung, dass wir sagen können, ich fliege da mal eben hin oder lass mich mit einem Chauffeur hinfahren. Das ist einfach, ich muss dann sehen und wir müssen sehen, ist da irgendwie. Nämlich ist das kostenlos, nicht kommerziell und da muss man jeden Cent umdrehen, um dass das. Aber irgendwie geht es dann immer, dass man irgendwo mit jemandem mitfährt oder sonst irgendwie. Und das ist alles möglich. Genau. Okay, dann danke fürs Dabeisein, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es auch wieder heißt. Seid frei, behütet und beschützt mit und von CryptoTV und natürlich auch alle paar Wochen mit BewusstTV jetzt. Vielen Dank.
Tschüss.